Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Und wir zocken heute wieder Bamba Burger, eine echt coole App, mit der man wirklich verrückte Burger-Kreationen herstellen kann. Und das wollen wir heute mal machen, Leute. Wir starten auch direkt und ich habe eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir heute wirklich richtig verrückte Burger machen? Zum Beispiel vielleicht mal einen ekligen Burger. Vielleicht finden wir da ja was. Ein Ziegelstein? Nein, Planet auch nicht. Reifen auch nicht. Nö. Toast ist mir zu langweilig. Da haben wir einen Ekelburger. Mit Kakerlaken und Würmern. Den müssen wir jetzt natürlich als erstes zerschneiden. Wir können hier wirklich die verrücktesten Kreationen Burger-Menüs machen. Wie wir wollen, Leute. Das ist natürlich nicht alles ganz so realistisch. Aber darauf kommt es ja gar nicht an. Wir brauchen jetzt natürlich aber erstmal Burgerfleisch. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen das Handy einmal oder das Smartphone einmal nach oben. Haben wir gemacht. So, dann geht es jetzt weiter. Ne, Fleisch nehmen wir gar nicht. Wisst ihr was? Fleisch nehmen wir gar nicht. Wir gehen jetzt ganz nach unten, Tintenfisch auch nicht. Und gucken mal, was es so Ekliges gibt. Denn das wird der ekligste Burger der Welt. Ja, wir machen den ekligsten Burger der Welt. Nö, auch keine Kirschen. Nö, auch keine Schokolade, gar nichts davon. Vielleicht Toilettenpapier. Sehr gut. Vielleicht zwei Schichten. Okay, dann haben wir hier ein paar... Oh, wir haben hier Schleim. Das kann natürlich auch drauf. Ich glaube, es ist Schleim oder Wackelpudding. Es könnte Wackelpudding sein. Dann hier ein Geschenk. Natürlich, warum auch nicht. Darf bei einem Burger nicht fehlen. Was haben wir hier noch? Ein paar Jelly Beans. Das sind aber wahrscheinlich eklige Jelly Beans. Oh, ich hab Kerzen gesehen. Ich habe Kerzen da oben gesehen. Die will ich auch da drauf haben. Also diesen Burger kann man, glaube ich, nicht essen. Oh, dann sehen wir hier noch ein bisschen Fisch. Sehr gut. Gut. Klasse. Klasse. Sieht super lecker aus, muss ich sagen. Okay, ich glaube, das reicht für unseren Ekelburger, denn da kommt ja noch das Ekelbrot drauf. Jetzt ein Getränk. Mal gucken, was es für ein ekliges Getränk gibt. Oh, da ein Zauberhut. Ich wette, da kommt auch was Ekliges raus. Sieht zwar super lustig aus, aber ich habe gehört, dass es sowas wie die ekligen Bohnen ist. Das ist das Getränk der ekligen Bohnen, glaube ich. Glaube ich. So, und jetzt noch Fritten. Oh, da können wir gar nichts Besonderes machen. Wir machen jetzt normale Pommes frites. Dafür müssen wir die Kartoffel zerschneiden. Das ist auch das einzige normale bei unserem Burger-Menü heute. Gut, die Burger kommen jetzt hier rein in die Tüte. Und damit ist unser erstes Burger-Menü fertig. Wir machen gleich noch ein zweites, aber das muss jetzt erstmal noch irgendwie gegessen werden und bezahlt werden. Dafür zahlen wir aber nicht mehr als 5 Bamba-Euro. So, ab in die Kasse damit. Den Smiley drücken. So, und wir haben natürlich passend, wie es der Zufall will, 5 Bamba-Münzen. Und damit können wir unser ekligstes Burger-Menü bezahlen. Also wer will das denn überhaupt essen? Müssen wir das jetzt essen? Das kann doch nicht sein. Ekelhaft. So, guten Appetit, sage ich da. Mega eklig. Das ist, glaube ich, der ekligste Burger der Welt. Zumindest gibt es eine coole Überraschung. Wie kann man das mal essen? Vielleicht komme ich zwischendurch und was trinken. Ekliges Bohnengetränk. Ja, den Burger schnell durchziehen. Weg damit. Vielleicht noch was trinken. Und Getränk runter und damit haben wir das Burger-Menü. Das ekligste Burger-Menü der Welt. Und jetzt kommt das süßeste Burger-Menü der Welt. Zuckersüß. Wir werden nur süße Teile auf diesen Burger packen. Mal gucken, was für ein Brot wir nehmen werden. Vielleicht eine Torte, vielleicht was anderes. Wir schauen einfach mal. Nein, so ein normales Hamburger-Brot nehmen wir jetzt nicht. Burger-Brot, eine Torte, ein Donut vielleicht. Hier noch so ein Cupcake. Ah, ein Wackelpudding. Ja, der ist doch super süß. Den müssen wir auch zerschneiden. Okay. Machen wir natürlich gerne. Den zerschneiden wir erstmal. Genau auf diese Art und Weise. Toll. Und da jetzt auch nochmal ab zum Burger braten. Auch wenn wir hier jetzt keinen Burger draufpacken. Einmal hoch damit. Sehr gut. Alles klar. Was können wir denn hier jetzt Süßes draufpacken? Schauen wir mal. Nein, keine Gurken. Auch kein Kleber. Nee, auch keine scharfe Soße. Vielleicht ein bisschen, ja, Traubengelee. Schokolade können wir auch draufpacken. Toilettenpapier diesmal vielleicht nicht. Lollis, auf jeden Fall sogar 2 Schichten.
Bananen, nee, muss auch nicht sein. Nee. Oh, hier Wackelpudding, nochmal Wackelpudding. Ich hoffe, es ist Wackelpudding. Bisschen Zuckerstreusel, Marshmallows. Wieder Jellybeans, aber diesmal die vernünftigen. Ja, das sind diesmal die vernünftigen. Hat sich jetzt geändert. Ihr könnt hier eurer Kreativität natürlich freien Lauf lassen. Zuckerstangen wollten wir auch haben. Haben wir drauf. Der süßeste Burger der Welt, sage ich mal. Und dazu noch ein süßes Getränk wie Erdbeerschorle. Gibt es das überhaupt? Ich glaube schon. Leute, was ist denn euer Lieblingsburger, falls ihr Burger mögt? Schreibt es doch in die Kommentare. Also ich mag Fischburger sehr gerne. Keine Wackelpuddingburger. Und jetzt hier noch ein paar Fritten. Die zerschneiden wir wieder. Sehr gut. Das hätten wir auch. Ab zum Frittieren. Das geht relativ schnell. Und ab in die Box damit. Damit ist unser süßestes Burgermenü der Welt fertig. Und auch das edelste Burgermenü der Welt. So, wie viel wollen wir denn dafür zahlen? Dafür zahle ich nur einen Bamba-Burger. Bamba-Euro. So. Okay. Quittung raus. Und jetzt würde ich mal sagen, guten Appetit. Ich glaube, das wird echt, davon kriegen wir einen Zuckerschock. Ein tolles Geschenk. Oh, ein Überraschungsei mit einem Kuchen. So, das ist natürlich direkt weg. Der Burger und auch Pommes und das Getränk. Leute, wie hat euch heute Bamba Burger gefallen? Wir haben euch ja schon die verrücktesten Burger-Kreationen gezaubert. Heute mal der ekligste und der süßeste Burger der Welt. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten. Leute, aber trotzdem Abo da lassen. Wir sehen uns. Ciao!